Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja. Gut, wir sind immer noch im Schattenhain. Sehen fast nichts mehr von der Karte, was wir ändern können. Mal kurz. Indem wir unseren Avatar mal kurz noch mal auf eine Rundreise schicken. Mal sehen, ob er durch die Mauer durchsehen kann. Ein bisschen mehr Sichtweite wäre praktisch. Was wünscht die Rune? Vorwärtskrieger! Werden wir mal angreifen können, also weiter vorrücken können. Die Rune wird sofort ausgeführt. Zu Befehl! Und ja, hier unten durchmarschieren wollen wir eigentlich erstmal nicht. Für die Rune! So. Zeigt eigentlich fast schon, was wir hier erkundet haben. Gehen wir mal nach da oben. Doch wartet ja noch ein Schrein auf uns. Zu Befehl! Unverzüglich! So, Speer kommt von da über die Brücke, die auch nicht so schön aussieht. Erwarte euer Kommando! Marschbefehl! So, tackern wir den mal weg. Da kommt gleich noch einer. Erwarte euer Kommando. Oh, hier haben wir sogar noch Truppen im Lager. Marschbefehl! Und wir könnten das Paladin-Upgrade holen. Ah, jetzt muss ich nur herausfinden, wo ich das Gebäude dazu errichtet hatte. Rüstkammer, genau. Feuersegen. Flammschwert und hohe Feuerresistenz. Neue Fähigkeit verfügbar. Erwarte Befehle. Augen offen halten. Erwarte euer Kommandobefehl. Eine große Spinne. Die Rune ruft. Vorwärtskrieger. Erwarte euer Kommando. Ja, da ist eine riesige Spinne und hier sind viele, viele Käfer und noch ein... Oh. Achso, nur eine junge Felsenspinne. So, da kommt unsere Verstärkung. Gucken wir jetzt erstmal, was sie zu sagen hat. Wer seid ihr? Ein Gesandter des Ordens auf dem Weg nach Schiel. Dann kann ich euch nur Elends Segen und alles Glück der Welt wünschen, Freund. Ihr werdet es brauchen. Ich bin Sinwin. Willkommen im Schattenhain. Einst einer der schönsten Gärten Elends. Was ist hier geschehen? Was ist geschehen, Sinwen? Brannigans Horde treibt in diesen Landen schon lange ihr Unwesen. Doch früher waren sie nur gemeine Räuber und Diebe. Jetzt haben sie neue Waffen, neue Rüstungen, neue Befehlshaber. Ich war hier zu Gast, um die Reste für mein Bannwerk zu erwerben, als die Horden aus dem Osten wie eine Sturmflut über uns hereinbrachen. Sie brannten die Heimstatt nieder und erschlugen viele meiner Schwestern. Doch ihr konntet fliehen? Oh, ich floh nicht vor dem Kampf, wenn ihr das meint. Brannigan ließ einige von uns gefangen setzen. Als Geiseln sollten die Schwestern aus Eloni Rache suchen. Sein Unterführer Ronk legte uns in Ketten. Und wir wurden wie Vieh zur Schau gestellt. Als ein Trupp Utraner ihre Lager angriff, konnte ich fliehen.
Doch viele meiner Schwestern werden dort noch immer gefangen gehalten. Ich werde eure Schwester... Wo werden eure Schwestern gefangen gehalten? Wo werden eure Schwestern gefangen gehalten? Im Lager, nahe dem Portal nach Schiel. Seitdem die Utraner durchgebrochen sind, hat Ronk dort seine Truppen verstärkt. Meine Schwestern sind direkt vor seiner Unterkunft angekettet. Nicht mehr lange. Eure Schwestern werden bald frei sein. Das verspreche ich euch. Seht euch vor, Ronk ist grausam. Er wird sie eher töten, als sie freizugeben. Wenn ihr sein Lager angreift, müsst ihr schnell handeln. Ich habe aber gerade den Ton gehört. Gebt das Zeichen! Dann machen wir es mal schnell. So. Erwarte Befehl, verstanden. Gut, dann reden wir noch mal mit dir über ihr Bannwerk. Willkommen zurück. Was ist das für ein Bannwerk, von dem ihr sprach? Es sind zwei besondere Gegenstände, die ich fertigen möchte. Zum einen ein Ring, Nachtglanz. Ich hatte bereits alle Bestandteile dafür zusammen. Zum anderen eine Bannmaske. Mal gucken. Bereit und los. Mir nach. Gut, jetzt können wir, glaube ich, weiter mit dir reden. Willkommen zurück. Ja, was hat es mit diesem Nachtglanz auf sich? Was hat es mit diesem Nachtglanz auf sich? Nachtglanz ist ein edler Ring aus dunklem Stein. Er wird aus Rauchquarz geformt. Anschließend werden Mond, Silber und Sternenfeuer hineingewebt. Er ist vor allem für Zauberer geeignet und bietet Schutz gegen Magie. Wenn ihr mir die Bestandteile wieder beschafft, so will ich ihn gerne als Dank für unsere Rettung für euch fertigen. Mhm. Und die Bannmaske? Eine Bannmaske? Sie ist nicht schwer herzustellen, wenn man die Bestandteile dafür hat. Ein Edelstein des ewigen Feuers wird gemahlen und mit der Essenz des Kriecherblutes auf einen Trollschädel aufgetragen. Das klingt nach dunkler Magie. Recht ungewöhnlich für eine Elfe. Die Kräfte der Natur und die Kräfte des Todes liegen manchmal eng beieinander. Der Tod ist auch nur ein Teil der Natur. Die Bannmaske eignet sich vor allem für Kämpfer. Sie schenkt ihnen Kraft und Schutz. Wenn ihr mir die Zutaten bringt, werde ich sie für euch anfertigen. Das bin ich euch schuldig. Okay. Oh, okay. Auf meinen Befehl. Vorwärts! Schlagt sie zurück! Hier! Zum das Angriff. Ist ein Hinterhalt! Schnell! Und los! Vorwärts! Also, da sind die Elfen. Mit Ronk. Zum Angriff! Sind auf Feinde gestoßen! Und los! Folgt mir! Ja? Hier bin ich. Dort entlang. Und hier brauchen wir dringend einen Verteidigungsturm. Ärmel hoch und los. Na, der wird eine Weile dauern. Bleibt standhaft! Erwarte Befehle. Bleibt standhaft! Was wünscht ihr? Verstärkt die Verteidigung! Gebäude wurde errichtet. Schnell! Ja? Hier bin ich. Gehen wir es an.
Ihr drei könnt wieder dahin. Vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Oh, ein Bogen. Ja, ein Hornbogen. Seinen haben wir als Startwaffe gekriegt. Und los! Folgt mir! Wir haben übrigens zwei Quests jetzt gekriegt. Ja, Bannwerk. Sinwens Silberblatt sucht im Schattenheim nach Bestandteil des großen Bannwerks. Er benötigt einige Gegenstände dafür. Ja, erstmal Goblins. Sie schlagen zu! Bereit! Sofort! Für den Orden! Sie schlagen zu! Da kriegen wir sogar noch Besuch sofort von einem der Twonks. Sie schlagen zu! Zu euren Diensten! Schließt die Reihen! Auf mein Vorsicht, Kommando! Sie sind hier! Auf mein Zeichen. Vorwärts. Zum Angriff! So, kriegen wir jetzt kurz eine Ruhepause. Da würde ich nämlich gerne mal mit einer Wie steht reden. Es? Ein guter Kampf, Runenkrieger, aber noch ist es nicht vorbei. Ihre Lager spannen sich über den ganzen Weg von hier bis Schiel und ihre Speer haben die Schlacht mit Sicherheit bemerkt. Wir müssen schnell weiter vorstoßen. Im Nordosten liegt ein weiteres Monument. Dort könnt ihr eure Truppen verstärken. Dann kann uns nichts mehr aufhalten. Mhm. Wessen Kopf ist das hier? Wessen Kopf ist das hier? Dies war einer der Twonks. Fünf Brüder, die Brannigan dienen. Verdammt gefährliche Burschen. Würde mich nicht wundern, wenn sich die anderen ebenfalls hier im Schattenhain herumtreiben. Eine hohe Belohnung wurde für den ausgesetzt, der sie alle fünf zur Strecke bringt. Ich werde die Augen offen halten. Damor ist ein gefährlicher Krieger. Er führt die Kampfaxt wie kein zweiter. Sergil mag schwächer sein, doch er ist verflucht clever. Achtet auf seinen vergifteten Dolch. Brandel dagegen benutzt stets eine Armbrust. Ragnar ist ein Schwarzmagier. Und Elia beherrscht die Eismagie. Jo, Angriff. Folgt mir. Oh, da kommt wieder eine kleine Kampftruppe. Vorwärts! Bleibt standhaft! So, gucken wir mal. Wir haben immer noch das mittlere Haupthaus, wo wir unser Einheitenlimit noch einmal erhöhen können. Sollten wir für ein paar Paladine nutzen, glaube ich dann. Sind auf Feinde gestoßen! Und los! Mir nach! Weil hier reißt der Strom ja nicht ab. Sensenkriecher. Von dem kriegen wir auf jeden Fall ein Kriecherteil. Hier liegt noch jemand rum und hier liegt noch jemand rum. Feindkontakt! Sofort! Mir nach! Auf meinen Befehl. Zur Ehre. Sie schlagen zu. Ja, jetzt werden langsam die Angriffe immer größer. Die Rune wird sofort ausgeführt. Oh, Milizhelm. Auf dem Erwarte Weg. Erwarte euer Kommando. Was wünscht die Rune? Unverzüglich! So, Paladine. Auf mein Zeichen! Schnell. Sofort! Mir nach! Folgt mir!